Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie noch einmal persönlich im Namen der Humanistischen Akademie begrüßen. Schön, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und heute hier mit uns über diese Themen und Fragen diskutieren. Oh ja, ist das hier? Ja, okay. Und mit uns gemeinsam diskutieren wollen. Weiter darf ich mich den freundlichen Dankadressen von Jan Engels anschließen und möchte noch weitere hinzufügen, insbesondere an Jan Engels selbst und das Team der FAS hier für die ausgezeichnete Vorbereitung des heutigen Tages und die erneut äußerst angenehme Zusammenarbeit. Vielen Dank dafür. Vielen Dank aber auch an zwei weitere Unterstützer. Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa unterstützt diese Tagung, also die Berliner Senatsverwaltung und auch die Humanistische Akademie Deutschland. Auch ein Dankeschön in Richtung dieser beiden Organisationen. Mir obliegt es nun noch, ein paar weitere einführende inhaltliche Worte zu finden. 100 Jahre Trennung von Staat und Kirche in Deutschland, Visionen für das nächste Jahrhundert. Vor etwas mehr als 100 Jahren, am 14. August 1919, trat mit der Weimarer Reichsverfassung zum ersten Mal in Deutschland eine demokratische Verfassung in Kraft. Geht man die zahlreichen diesjährigen Diskurse und Publikationen, die es dazu gibt, geht man das durch, so fällt auf, dass dabei sehr viel von den Themen Volkssouveränität, Demokratie, Gewaltenteilung, Grundrechten und so weiter die Rede ist. Seltener jedoch wird die formal vollzogene Trennung von Staat und Kirche dabei hervorgehoben. Vielleicht ein Grund mehr, sich heute diesem Thema zu widmen. Es geht dabei um die sogenannten Kirchenartikel der Weimarer Reichsverfassung 136 bis 139 und 141, die als Artikel 140 fast wortgleich ins Grundgesetz übernommen worden sind und daher bis heute gelten. Artikel 136 Absatz 1 besagt, die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch die Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt. Und Artikel 137 Absatz 1 besagt, es besteht keine Staatskirche. Diese verfassungsrechtliche Festschreibung des Trennungsgrundsatzes wird von vielen Staatsrechtlern als Epochenschwelle oder einschneidende religionsverfassungsrechtliche Zäsur bezeichnet. Gleichwohl ist auch immer wieder kritisch die Rede von einer sogenannten hinkenden Trennung oder von einem religionspolitischen Kompromiss. Warum? Artikel 137 Absatz 5 besagt Folgendes: Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechtes, soweit sie solche bisher waren. Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche Rechte zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Dadurch wurde also den Kirchen nicht etwa die Rolle privater Vereinigungen zugewiesen, sondern eine gewisse Sphäre des Hoheitlichen. Sie sind KDR, Körperschaften des öffentlichen Rechts. Das ermöglicht ihnen nicht nur die Erhebung eigener Steuern und bietet auch Steuervorteile, sondern dadurch bleiben auch trotz Trennung Kooperationen möglich. Theologische Fakultäten, konfessioneller Religionsunterricht an öffentlichen Schulen. Auch bleiben nach Artikel 139 der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Ebenso erlaubt Artikel 141 Gottesdienst und Seelsorge in sogenannten öffentlichen Anstalten, also Armee, Krankenhäuser, Gefängnisse. Daher also die Rede von der hinken Trennung oder die Rede von einem religionspolitischen Kompromiss. Wir wollen das Jubiläum heute vor allem auch zum Anlass nehmen, um zu fragen, inwieweit dieser verfassungsrechtlich und religionspolitische Ordnungsrahmen auch für die aktuellen Herausforderungen gewappnet ist. Das ist eben schon angedeutet worden, die machen es deshalb jetzt ein bisschen kürzer, die weltanschauliche Zusammensetzung der Bevölkerung hat sich radikal verändert. Der Anteil der Konfessionsfreien macht heute bundesweit bald 40% aus. Humanistinnen und ihre Verbände fordern Gleichbehandlung für ihre Weltanschauung. Die religiöse Landschaft, Jan Engels hat es eben ein bisschen ausgeführt, hat sich stark ausdifferenziert. Neue Religionsgemeinschaften etablieren sich. Beispiel Muslime und ihre Verbände fordern Gleichbehandlung für ihre Religion.
Die weltanschaulichen und religiösen Einstellungen der Einzelnen haben sich individualisiert und die Mitgliedschaft einer Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft ist alles andere als selbstverständlich heute. Wir haben also Säkularisierung, Pluralisierung und Individualisierung. Und vor diesem Hintergrund, also vor dem Hintergrund dieser aktuellen Entwicklungen, wird zunehmend die sogenannte Kirchenförmigkeit des deutschen Religionsverfassungsrechts kritisiert. Damit ist gemeint, auch das klang ja eben schon an, dass die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Religionspolitik in Deutschland allzu stark auf die beiden christlichen Großkirchen zugeschnitten sind. So heißt es in dem ja eben schon zitierten Artikel 137 Absatz 5, anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche Rechte zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Die Zahl der Mitglieder. Dadurch wird formale Mitgliedschaft konstitutiv für eine Religionsgesellschaft. Das ist jetzt religionsgeschichtlich eher eine Anomalie, eine formale Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft. Aber für den deutschen Kontext ist das sozusagen der Grund, warum man hier von Kirchenförmigkeit spricht. Mitgliedschaft wird zu einem konstitutiven Kriterium. Dadurch ist natürlich der Zugang zur Kooperation mit dem Staat und zu öffentlichen Fördermitteln für Nichtkirchen eingeschränkt. Und doch bietet der Trennungsgrundsatz auch Potenziale, die Bevorteilung der beiden großen Kirchen gegenüber anderen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften abzubauen. In Artikel 137 Absatz 7 heißt es, den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen. Auf der Basis dieses Gleichstellungsgrundsatzes können Weltanschauungsverbände, zum Beispiel humanistische, auch KDER werden und sind es auch schon geworden. Die Frage, die wir heute im ersten Teil stellen wollen, lautet, ist auf dieser religionsverfassungsrechtlichen Grundlage eine Gleichbehandlung der verschiedenen Weltanschauungen und Religionen möglich oder bedarf es grundlegender Reformen? Im zweiten Teil fragen wir dann später noch etwas konkreter, in welchen gesellschaftlichen Bereichen gibt es Ungleichbehandlung oder gar Diskriminierung? Und wie können wir in konkreten Bereichen Hochschule, Wohlfahrtsbereich, Seelsorge Fortschritte bei der Gleichbehandlung machen? Ja, aufgrund der Absage von Frau Körs und weil vielleicht einige von Ihnen noch darauf gespannt waren, etwas über die spezifische Hamburger Situation zu erfahren, möchte ich jetzt zumindest etwas dazu sagen, warum wir Sie eingeladen hatten, was wir uns aus dieser Perspektive versprochen hatten. Wie ist es möglich, auf diese Weise die Perspektive doch noch ein wenig in die beiden Diskussionen später einzuschleusen. Denn es gibt in Hamburg besondere Erfahrungen, sowohl mit dem Versuch, Gleichbehandlung zu verwirklichen, als auch mit den Problemen, die sich womöglich aus Kirchenförmigkeit dabei ergeben. Es gibt dort eine Kooperation des Senats, also da gibt es eine rot-grüne Koalition, also eine Kooperation von Senat und Religionsgemeinschaften. Und zwar hat der Senat Verträge gemacht, 2012 schon. Der Hamburger Senat Verträge geschlossen mit muslimischen Verbänden und mit der alevitischen Gemeinde. In diesem, also die werden nicht Staatsverträge genannt, oder wenn davon Staatsverträgen die Rede ist, dann steht das mal in Anführungsstrichen, weil das sind natürlich also im richtigen Sinne keine Staatsverträge, weil es auch keine KDÖ, weil das keine KDÖRs sind. Aber diese Verträge beinhalten Regelungen zu Feiertagen, zur Bildung, zum Beispiel auch zur universitären Lehrerausbildung, Regelungen zur Seelsorge, zu Bestattungen, zum Rundfunk und so weiter und so fort. Und ganz wichtig, in diesen Verträgen steht jeweils am Ende, das zentrale Ziel der nächsten Jahre ist, dass diese Vereinigungen und Verbände den KDR-Status erlangen sollen. Und auch dort gibt es eine Diskussion um Kirchenförmigkeit.
Diskussionen zum Beispiel um, wer ist eigentlich passender Ansprechpartner. Es gibt bei den Muslimen viele verschiedene Verbände und man ist das so gewohnt bei den Großkirchen, man spricht da eigentlich mit einem, jetzt hat man plötzlich so viele, da taucht die Frage auf, wer ist da der richtige Ansprechpartner, und es wird auch angezweifelt und natürlich wird auch die, sozusagen die Legitimität und Güte der potenziellen Ansprechpartner angezweifelt. Und das ist auch in Hamburg passiert. Wir kennen alle wahrscheinlich die Diskussion um die DITIB, bei der man sozusagen im Grunde anzweifelt, dass es sich um eine Religionsgemeinschaft handelt, und man kritisiert, es doch eher der politische Arm der türkischen Regierung. Nach dem Ansprechpartner, das ist jetzt ein Problem, was sich aus der Kirchenförmigkeit ergibt. Und das Zweite, was dort auch diskutiert worden ist, wer ist denn dann eigentlich die legitime Vertretung? Also kann ein bestimmter muslimischer Verband, kann der eigentlich die Muslime alle vertreten? Denn wir wissen, nur sehr wenige Muslime sind überhaupt Gemeindemitglieder und nur ganz wenige fühlen sich in der Regel auch von den Verbänden vertreten. Also das sind zwei typische Probleme, die entstehen in diesem Punkt, wenn das Gesetz sozusagen kirchenförmig ist, und dann ist man aber hat man mit Verbänden und Organisationen zu tun, die nicht wie eine Kirche organisiert sind. Deshalb kann man sich fragen, ist dort Gleichbehandlung verwirklicht? Und man muss feststellen, naja, es gibt in Hamburg 110 Religionsgemeinschaften und wir haben aber zwei Verträge. Es gibt dann auch noch ein besonderes Modell des Religionsunterrichts in Hamburg, Religionsunterricht für alle. Da sind durchaus mehrere vertreten, aber selbstverständlich auch nicht alle 110. Und ein anderer Punkt, die Ahmadiyya Muslimgemeinde, die in Hamburg sogar schon KLUER ist, hat aber wiederum keinen Vertrag. Und sicherlich für unsere Verhältnisse, für unseren Kontext hier das Wichtigste, die Konfessionsfreien in Hamburg. Immerhin ungefähr die Hälfte der Bevölkerung dort werden gar nicht mitgedacht, bisher jedenfalls bei diesen Verträgen. Ja, insofern kann man sagen, also das, was wir hier heute diskutieren wollen, zeigt sich nach wie vor gut dort in Hamburg, sowohl diese Probleme mit der Kirchenförmigkeit als auch dieses Ziel der Gleichbehandlung. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das soll reichen jetzt. Ich danke für die Aufmerksamkeit, als Einführung reichen, und wünsche uns allen jetzt eine anregende Auseinandersetzung mit diesen Themen und Fragen. Viel Vergnügen!